Ja, herzlich willkommen auch nochmal von uns hier im Saal und auch online. Und dann steige ich gleich mal ein mit unserem kleinen Vortrag Rechenzentrum, bau doch mal ein Chatbot. So oder so ähnlich kamen Lehrende dieser Universität auf das Rechenzentrum zu, hatten Ideen, noch auch schon bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, doch Prozesse in der Lehre, Prozesse der Unterstützung am Rechenzentrum zu vereinfachen. Wir hatten uns ein halbes Jahr, bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, dann auch schon auf den Weg gemacht, ein eigenes Projekt aufgesetzt, einen Chatbot installiert und trainiert, basiert auf einem Open-Source-Framework genannt Rasa. Man sieht hier auch so unsere aktuelle Webseite. Dieser Chatbot wird auch noch weiter gepflegt, da steckt auch einiges an Arbeit drin. Er besteht aus zwei unterschiedlichen Modellen, da gehe ich dann gleich noch mal kurz drauf ein, wie sowas prinzipiell funktioniert. Und naja, die Erfahrung, die wir zurückbekommen haben, war, naja, die Suche ist noch besser als unser Chatbot, so mal ganz vorsichtig formuliert. Aber von dem lassen wir uns nicht entmutigen und versuchen auch eben sowas für das Rechenzentrum, aber eben auch allgemein zur Unterstützung der Lehre deutlich mehr in die Universitäten oder auch an die Universitäten und Hochschulen zu bringen. Historisch, wo kommt man her? Als ich in den 90ern studiert habe, wurde der Alan Turing relativ oft erwähnt. Ein britischer Wissenschaftler, der in den 1940er Jahren folgenden Satz formuliert hat, am Ende eines Aufsatzes: "We may hope that machines will eventually compete with men in all purely intellectual fields." Und ein Beispiel ist eben, dass er neben Schachspielen genannt hat, to understand and speak English. In den 90er Jahren war das noch so ein Beispiel, wie man sich doch als Wissenschaftler irren kann und wie weit wir doch davon entfernt sind, einen Computer zu bauen, der Englisch lesen oder sprechen kann. Und jetzt, 25 Jahre später, ist das alltägliche Realität und wir werden fast täglich überrascht, was KI oder Large Language Models oder eben sogenannte Transformer an neuen Diensten zur Verfügung stellen. Hier mal noch ein Bild aus diesem ersten Rechneraufbau an der Universität in Manchester. Man sieht, dass auch schon damals Rechenzentren in der Regel in Kellern waren und relativ chaotisch aussahen, aber wurden halt trotzdem gute Sachen gebaut. Gut, ja. Ein weiterer Meilenstein in den 60er Jahren, Joseph Weizenbaum mit ELIZA, einem regelbasierten Programm, was also in der Basic-ähnlichen Programmiersprache umgesetzt wurde. Und damals eine neue Welle für KI auslöste. Also man dachte wirklich, dass man Psychotherapeuten mit diesem Programm ersetzen kann. Ganz klassisch für die 60er Jahre ist es ja eine weibliche Patientin, die also Probleme mit Männern in ihrem Umfeld hat, also in dem Fall mit ihrem Boyfriend und ihrem Vater. Und einen Dialog führt, der dann auch in diesem oben zitierten Papier veröffentlicht wurde. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen, das regelbasierte Programm reagiert eben auf Phrasen, die es prinzipiell erstmal in Wörter zerlegen kann. Eben so, dass es erstmal versucht, vertiefer nachzufragen, wenn ich einfach nur ein Statement mache, also eben "Men are all alike", dann "in what way". Es hat mehrere Regeln eingebaut, aber eine zweite typische ist, dass es eine Phrase wiederholt und einfach das Wort "my" durch das Wort "your" und das Wort "me" durch das Wort "you" ersetzt. Das suggeriert aber dem vor dem Bildschirm sitzenden Person, dass hier eine intelligente Rückfrage kommt, die dann also weitere Erklärungen erfordert. Und eine weitere Technik, die hier angewandt wurde, ist, dass wenn man also eine Phrase eingibt wie "you're afraid of me", dass es dann tatsächlich einen zitierten Satz, den es einfach als Daten gespeichert hat, "does it please you to believe I am afraid of you", das wird einfach als vorgegebene Phrase dann zitiert auf eine Antwort. Und ganz am Schluss sieht man auch ein Beispiel, dass dieser simulierte Psychotherapeut auch schon so eine Art Gedächtnis hatte. Er kann eben auf die Anfangsfragestellung wieder zurückgehen. Das faszinierte viele Menschen, zeigt aber auch die deutlichen Grenzen der regelbasierten Erkennung von natürlicher Sprache, die also dann endet, indem das Programm ELIZA dann auch immer wieder dieselbe Frage wiederholt im Sinne "tell me more about". Ein weiterer Meilenstein, den sich vielleicht einige nicht mehr erinnern, der im Deutschen als Karl Klammer bekannt geworden erste KI-Unterstützung für die Arbeit mit Microsoft Office.
Das war durchaus kein irgendwie mal so drei Praktikanten rangesetzt, was man vielleicht das Gefühl hatte, sondern es war ein starkes wissenschaftliches Team, was hinter dieser KI steht. Das basierte auch auf Statistik, auf sogenannter Bayesian Statistik, also schon ersten Formen von Netzwerken, keine neuronalen Netzwerke. Was man hier und insbesondere Microsoft gelernt hat, ist, dass es eben auf mehr ankommt, als die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Antworten zu geben, sondern eben auch, wie integriere ich KI als wirkliche Unterstützung, sodass sie für den Mensch erlebt wird. Ne? Und die mussten halt feststellen, dass wenn ich da irgend so ein mit den Augen zwinkerndes, klammerndes Wesen an den Rand des Bildschirms mache, dass mich das mehr ablenkt und mich eigentlich mehr nervt, als dass ich es wirklich ernst nehme und für die Verbesserung meiner Arbeit einsetze. Ne? Verschiedene Punkte, die man daraus gelernt hat. Ja, und jetzt noch eine Folie zu dem, womit wir derzeit alle umgehen, ne, dem General Pre-Trained Transformer, also überhaupt Transformer-Netzwerken, die ja hinter all diesen Large Language Models stecken. Das geht auf eine Innovation aus dem Jahr 2017 zurück, als man zum ersten Mal Vorschläge gemacht hat, wie baue ich solche Modelle auf, dass zunächst erstmal Texte korrekt fortgesetzt werden. Also die frühen Large Language Models, die so 2017, 18 dann in Folge veröffentlicht wurden, also auch GPT-2, den gibt man zwei, drei Phasen vor und die ergänzen einfach weitere Sätze, also spinnen quasi die Geschichte weiter. Damals war es vor allem auf den Einsatz für Übersetzungen gedacht, noch nicht über das, was wir heute einsetzen. Ich denke, das ist den meisten von Ihnen hier im Raum hinreichend bekannt, ne, dass also Sätze in Token zu legen wären, also Zeichen, Wortbestandteile, Wörter, dass diese Large Models mit einem initialen Set von Bedeutung dieser Wörter starten. Also GPT-3.5 hat etwa 55.000 vordefinierte Wortbedeutungen, die sich in Vektoren von über 12.000 Zahlenlänge abspeichern lassen. Und diese Grundeinstellung wird dann eben durch Unmengen von Textmaterial, das können wir uns quasi gar nicht vorstellen, wie viele Milliarden da in die Training dieser Modelle reingegangen sind, und über ein zweistufiges Netzwerk, was eben aus solchen Attention Layern und Multilayer Perception besteht, trainiert, um die Bedeutung der Wörter in ihrem Kontext zu erkennen. Und nur dieser extreme Aufwand, der ermöglicht uns eben, dass es aus einer letztendlich einer Wahrscheinlichkeitstabelle für das nächstfolgende Wort, das ist das, was am Ende steht, jetzt sinnvolle Sätze produziert. Also ein Large Language Model ist quasi kein Ich, oder das hat auch kein Bewusstsein über sich selbst oder was es falsch oder richtig macht, sondern es agiert auf einer Unmenge von Daten, die es gelernt hat, und auf einem bestehenden Kontext, dem es übergeben bekommt. Dass es überhaupt wie ein Chatbot reagiert, liegt eben daran, dass man es am Anfang eben so eine Phrase genau reinbringt, reagiere, als würdest du eine Frage, als würde jemand eine Frage an eine intelligente AI oder KI stellen. Und ich würde in dem Zusammenhang noch hier auf die Quelle 3Blue1Brown, einem Mathematiker, der am MIT installiert hat, der wirklich gerecht sehr gute Erklärungsvideos, wie eigentlich Large Language Models, wie eben dieses Attention funktioniert, geschrieben hat. Aber Sie werden merken, dass Sie selbst beim dritten Mal, wenn Sie sich das Video angucken, da eine Komplexität dahinter ist, die man nicht sofort versteht. Aber das ist das, was wir heute einsetzen. Und wir sehen eine Kombination zwischen dem Erkennen von Symbolen, also von Befehlen, und dem reinen Reagieren auf einem Large Language Model, wo es also um Wahrscheinlichkeiten der nächsten Wortfolge geht. Und jetzt übergebe ich gerne an meine Kollegin Julia für den Einsatz in der Lehre. Vielen Dank, Robert. Wir haben jetzt schon viel über die Historie und die Funktionsweise von Large Language Models gehört. Wofür können wir es aber einsetzen? Also viele von Ihnen hatten sich schon gemeldet, dass sie schon Erfahrungen mit ChatGPT oder anderen Chatbots haben. Was wir wahrscheinlich schon oft gemacht haben, ist mal so lustige Sachen wie so Limericks schreiben oder andere kreative Aufgaben ausprobiert. Für die Hochschullehre gibt es aber auch noch andere Einsatzszenarien. Was, glaube ich, so der beste
Best Case ist, dass man, den man sich so vorstellen kann, dass man so einen Chatbot hat, der die Rolle eines Tutors einnimmt und für, einen für die Studierenden dann so ganz flexibel und personalisiert eine Lernunterstützung bieten kann. Was natürlich gut ist, dass das relativ zielgruppenadäquat ist. Viele Studierende nutzen natürlich die Tools schon. Das ist so ihre Lebenswelt, in der sie sich auch digital so bewegen. Und was natürlich an so einem Chatbot schön ist, man kann alle Fragen stellen, die man möchte, ohne dass man da Angst haben muss, irgendwie dumm dazustehen vielleicht. Und wenn man einmal so einen Chatbot entwickelt hat, ist der natürlich für verschiedene Themen anpassbar, kann auch fächerübergreifend vielleicht geteilt werden oder auch mit den Kollegen und Kolleginnen. Aber nicht nur für die Zielgruppe der Studierenden kann so ein Chatbot-Einsatz interessant sein, auch für Lehrende können Chatbots eine Arbeitserleichterung bieten. Was denkbar wäre, wäre zum Beispiel die Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen oder auch ganzen Semestern natürlich. Gerade so was dieses Strukturieren oder Vorschläge geben angeht, sind Chatbots dann doch schon gute Assistenten, die man nutzen kann. Was man auch machen kann, ganze Aufgaben oder Lehrmaterialien zu entwickeln mit Chatbots. Ich war zum Beispiel gestern in einem Python-Workshop, da wurden so ganze Tutorials schon mit ChatGPT entwickelt, also das geht mit mittlerweile schon ganz gut, auch im Bereich Programmieren. Man kann individuelles Feedback sowohl den Studierenden geben, als auch sich natürlich mal für die eigenen Lehrmaterialien oder Planung holen. Was natürlich auch eine nette Einsatzmöglichkeit ist, bei Anträgen sich mal Unterstützung holen, bei den Formulierungen zum Beispiel, oder generell auch eine Formulierungshilfe holen. Also gerade so kleine E-Mails, die man freundlich formulieren möchte, da hängt man ja manchmal doch recht lange dran, da gute Sätze zu finden, und da kommt natürlich auch gern mal ein Chatbot zum Einsatz. Natürlich hier immer der Hinweis, man sollte mit personenbezogenen Daten natürlich vorsichtig sein, also immer, was man da eingibt. Um zu so einem Chatbot zu kommen, ist der Weg gar nicht so trivial. Also ich glaube, da waren wir auch selber überrascht, wie kompliziert doch so ein technisches Setting sein kann, weil mit den Bordmitteln, die zum Beispiel ChatGPT mitbringt, gibt es dann doch relativ viele Limitationen, gerade wenn man da sehr viele eigene Materialien mit einbinden möchte. Was da, glaube ich, gerade so der Goldstandard ist bei der technischen Umsetzung, ist die sogenannte Retrieval Augmented Generation oder RAG. Und zwar haben wir da so einen zweistufigen Prozess, um unseren Chatbot mit Daten in einer Vektordatenbank anzureichern. Der erste Schritt wäre da die Vorbereitung der Daten, und das ist sehr wichtig, dass man die Qualität und Quantität der Daten sicherstellt. Also wenn Sie zum Beispiel Vorlesungsfolien haben oder andere Materialien aus den Vorlesungen, müssen Sie gucken, dass das gut verarbeitet werden kann, aber auch aktuell ist und so weiter. Vielleicht sogar Metadaten zur Verfügung stellen, wie den Dokumenttypen oder wann diese Materialien erstellt wurden. In einem nächsten Schritt werden diese Inhalte dann in sogenannte Chunks aufgeteilt. Das sind kleine Texteinheiten, eingebettet ins Modell und die Daten dann indexiert. Das bedeutet einfach nur, dass sie in dieser Vektordatenbank hinterlegt werden. Bei der Datenabfrage ist das ist dann das Schöne, dass die Large Language Models diese Dokumente, die sie hinterlegt haben, also zum Beispiel ihre Vorlesungsfolien, mit in die Antworten einbeziehen. Also Sie können dann ganz für sich, für Ihre Inhalte, einen eigenen Chatbot sozusagen entwickeln. Was da wichtig ist, dass man die richtige Temperatur einstellt. Das bedeutet, wie stark soll sich der Chatbot auf die Inhalte konzentrieren, die Sie da eingestellt haben, und wie viel kann er noch selber formulieren. Das kommt dann aufs Fach an natürlich. Wie doll sich an den eigenen Materialien orientiert werden soll. Also in einem Bereich wie Jura ist das natürlich sehr wichtig, dass die Sätze auch fachlich korrekt und den Materialien entsprechend sind. In anderen Fächern ist das vielleicht anders, oder möchte man so einen Tutor-Chatbot haben, der informell spricht und so weiter. Das kann man alles einstellen. Um die Qualität zu messen, gibt es dann auch verschiedene Metriken, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Und wenn dann einmal so ein Chatbot erstellt ist, können auch automatisiert Dokumente hinzugefügt werden, ist dann auch ganz gut. Also dieser Erstellungsprozess ist immer relativ groß, und danach kann man ihn ganz gut weiter nutzen.
Auch bei diesen komplexeren Chatbots, die mit RAG oder RAG arbeiten, gibt es noch diverse Herausforderungen. Die Erstellung und Arbeit mit Chatbots ist relativ ressourcenintensiv, sowohl was Personal als auch das Finanzielle angeht. Also das skaliert dann ganz schön, je mehr Nutzende es gibt, wie viel so eine Betreibung von einem Chatbot kosten kann. Man ist natürlich von den Anbietern abhängig, welche Updates sie herausbringen, wie verfügbar die Chatbots sind und so weiter. Es wird Wartung benötigt, was die Aktualität der Dokumente angeht, aber auch was so Einspielen von Updates, Serverkonfiguration und so weiter angeht. Es gibt nach wie vor ein Problem mit Halluzinationen und der Qualität der Antworten teilweise. Und natürlich Vorurteile ist auch immer noch so ein Thema, was wir bei Chatbots haben, weil wir als Menschen geben ja unsere Daten ein und trainieren die Chatbots und geben dann natürlich auch eventuelle Vorurteile weiter. Wir sind nicht die Ersten, die so ein Chatbot umgesetzt haben. Professor Nacken von der RWTH Aachen hat unter anderem schon einen RAG-unterstützten Chatbot entwickelt mit der Firma Cyanias, was so ein bisschen die Schablone für unseren Chatbot auch war. Genau, das System ist an Moodle gekoppelt und arbeitet mit einer Microsoft Azure-Umgebung und der Professor Nacken hat Kurse aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Bauingenieurswesen und Verfahrenstechnik mit diesem Chatbot genau angereichert, sage ich mal. Und Robert, willst du noch mal was zu den Erfahrungen sagen? Ja, also ich habe mit ihm telefoniert. Sie waren nach unserer Recherche einer der ersten, die tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben, also die OpenAI über die Azure Cloud und einen eigenen Moodle-Chatbot zu generieren. Ja, also Sie wiederholen das Experiment, nutzen jetzt natürlich auch ChatGPT-4 und haben noch einen extra Prompting-Kurs für die Studierenden mit davor geschaltet, damit sie auch wirklich gut umgehen können. Die Erfahrungen stehen ja hier, dass die Antwort der Qualität war eher auf den unteren Ebenen, also erinnern, verstehen, anwenden ganz gut. Soweit es etwas komplexer wurde, brach die Antwort massiv ein und mehrere logische Schritte konnte das Modell nicht nachvollziehen. Ja, aber es gibt dazu auch einen Artikel im Hochschulforum Digitalisierung, wo über das Projekt berichtet wurde. Ne? Also es ist November letzten Jahres. Ja. Genau, also ich wäre jetzt erstmal fertig und würde übergeben. Genau. Ja, wenn jetzt das Mikro funktioniert, dann können wir von der Theorie zur Praxis kommen. Könntest du mir den Drücker geben, oder dann kann ich weiter drücken? Genau, also Umsetzung eines Chatbots, und zwar konkret für eine Vorlesungsreihe an der Juristenfakultät, nämlich das Examensvorbereitungsprogramm Leipziger Examensoffensive, deshalb ChatLeo. Und das Ganze sollte mal als Testballon ausprobiert werden. Und die Idee dahinter war, dass die Unterlagen, die wir im Rahmen dieser Vorlesung oder dieser Ausbildungsreihe den Studierenden zur Verfügung stellen, zum einen für die Studierenden auch effizient auffindbar sind, weil wir unterhalten uns hier über anderthalb Jahre gerechnet, wahrscheinlich über 200 oder 300 Dokumente, die jetzt dann zum Teil 20, 30 oder 40 Seiten haben. Das heißt, die Herausforderung für die Studierenden ist dann häufig auch einfach die Informationen in den Unterlagen zu finden. Und was natürlich auch eines der Ziele war, dass wir entsprechend der Idee von KI das Ganze vielleicht auch zur Lernunterstützung einsetzen können. Und was haben wir damit da entsprechend gemacht? Wir haben das jetzt testweise erstmal auf ein Fachgebiet konzentriert, weil das Fachgebiet unter meiner Herrschaft sozusagen lag, also die Unterlagen dann alle entsprechend aufbereitet vorlagen, deshalb das Ganze auf Sachenrecht spezifiziert. Dann Idee war, das Ganze für die Lernunterstützung und Lernkontrolle einzusetzen, also Lernunterstützung auffinden von Unterlagen, aber auch Fragen zu beantworten, wenn entsprechende Probleme auftreten und in einem nächsten Schritt dann idealerweise auch eine Lernkontrolle damit vorzunehmen. Was natürlich im juristischen Bereich eine echte Herausforderung ist, dass die Antworten richtig sein müssen. Ja, also da kann es sein, dass die kleinste Halluzination dazu führt, dass das Ergebnis nicht mehr verwertbar ist. Das ist eine echte Herausforderung und um dem Ganzen ein Stück weit entgegenzuwirken, war ein Ziel, dass die Quellen, aus denen sich die KI bedient hat und die Antwort generiert hat, immer zitierfähig und gleich sofort abrufbar mit angezeigt werden. Und
Ja, Datenschutz brauche ich, glaube ich, hier nicht weiter zu erwähnen. Wie haben wir das Ganze gemacht? Also, warum Sachenrecht, habe ich gesagt. Zum einen, weil die Unterlagen in meiner Herrschaft waren, zum anderen, weil Sachenrecht ein relativ technischer Bereich ist. Das heißt, da ist eine innere, stringente Logik vorhanden. Und wir haben halt einen sehr ausgeprägten Datenbestand mit ganz unterschiedlichen Typen von Daten. Sie sehen es unten, ungefähr 600 Seiten Vorlesungsfolien, 500 Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, dann Fälle mit ausführlichen Falllösungen und dann auch diverse Skripte, die das Ganze nochmal sprachlich darstellen, sodass also die Grundlage eigentlich sehr ordentlich war. Und dann haben wir hier noch einen Punkt, ich gucke jetzt einfach mal mit der Zeit, ob wir den jetzt mal überspringen und dann zur Praxis mal kommen, dass wir einfach mal sehen, was wir hier gemacht haben. Vielleicht könnte jetzt einer von der Technik hier nochmal zu mir kommen mit, oder ich probiere es, ob ich es alleine hinkriege. Ich muss jetzt hier ganz kurz mal, dass ich das Ganze hier auch sehe, was ich mache. Jetzt habe ich, nee, das funktioniert diesmal wunderbar. So, jetzt habe ich die Herausforderung hier zu tippen, ohne dass ich gleich anfange zu lachen. Also hier haben wir jetzt eine Funktion, dass man die Datenquellen auswählen kann. Da haben wir jetzt also die verschiedenen 6 Datenquellen. Ich fange jetzt mal mit dem einfachen Szenario an, dass ich nämlich aus den Wiederholungsfragen mir gezielt zu einem Thema Fragen raussuche und dann so, und dann so, und jetzt kommt Live-Test. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Also vielleicht solange der hier überlegt, das ist jetzt also das einfache Szenario, also Auffinden von gezielten Lernunterlagen in der Masse der vorhandenen Lernunterlagen. Sie sehen jetzt schon, er generiert hier so ein paar Antworten oder ein paar Fragen. Die ist momentan, ist das noch unvollständig, also auch hinten die Fußnoten, die da angezeigt sind. Das wird dann gleich, wenn er fertig ist mit Generieren, wird das noch ein bisschen besser. Und dann haben wir dann also auf der linken Seite die Frage, beziehungsweise dann in unserem Fall die Antworten. Und wenn ich dann jetzt hier, das war jetzt das Falsche, etwas nach unten scrolle, dann kann ich mir hier auch die Quellen dann noch anzeigen lassen. Und das ist dann halt ein Punkt, der mir ganz wichtig war, dass ich also einfach im Rahmen der Bedienung auf die Quellen zugreifen kann. Jetzt zeigt er mir also die erste Quelle an. Und wenn ich dann jetzt hier auf die zweite Quelle springe, kann ich dann also hier relativ leicht zwischen den verschiedenen Quellen hin und her springen und Sie sehen, die entsprechenden Passagen in den Quellen sind also immer gelb hinterlegt, sodass also für den Studierenden das Ganze also wirklich insofern schon sehr zufriedenstellend arbeitet. Aber das ist wie gesagt nur der erste Schritt. Die Herausforderung war dann eigentlich, inwiefern das Ganze auch als Erklärungsmodell funktioniert und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ich nehme da jetzt mal so eine Frage. So. Was? Dokumentbeschränkung. Ja, das mache ich gleich noch. Und was hat man noch gefragt? Ach genau. So, dann machen wir hier noch die Beschränkung raus und dann schauen wir mal, was jetzt passiert.
Also das ist jetzt schon eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn ich jetzt so das auch mal auf Studentenniveau sagen würde, das wäre jetzt also fortgeschrittener Student, der jetzt hier in der Lage sein müsste, die Frage zu beantworten, zumindest den ersten Teil, den letzten Teil, also im Hinblick auf die Praxisrelevanz wäre es sogar schon Examensniveau. Also von daher ist jetzt keine Pillepalle-Aufgabe, die wir jetzt gestellt haben und deshalb ist jetzt die KI an der Stelle wirklich gefordert. So, und jetzt fängt sie an. Bisher sieht das alles sehr gut aus. Ich übersetze Ihnen das ja mal, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie wenigstens jetzt Sachenrechtsexperten hier im Raum sind. Also vielleicht so ganz kurz zum Unterschied. Also der Unterschied zwischen Hypothek und Grundschuld besteht darin, dass sie beide letztlich zur Absicherung einer Forderung bestehen, aber die Verknüpfung zwischen Hypothek und Forderung ist halt streng akzessorisch. Also das heißt, wenn die Forderung nicht besteht, gibt es auch keine Hypothek. Und bei der Sicherungsgrundschuld wird das alles nur vertraglich simuliert, mit der Folge, dass wir da also eine deutlich flexiblere Handhabung haben, was dann auch der Grund ist, warum das für die Praxis dann das vermehrte Sicherungsmittel ist. Kennt ja wahrscheinlich jeder, der schon mal ein Haus gekauft hat. Also im Gesetz steht die Hypothek drin, aber ich kenne keine Bank, die auch tatsächlich mal eine Hypothek, zumindest eine Privatperson gibt, sondern das ist immer dann die Sicherungsgrundschuld. So, jetzt ist er hier fertig und jetzt hat er uns auch gleichzeitig wieder hier gezeigt, die Primärquelle, wo er die Antwort raus generiert hat, ist jetzt also hier einmal diese Wiederholungsfragen und ich kann jetzt nochmal die anderen Referenzen aufrufen, dass wir halt mal schauen, ob er auch andere Datenquellen verwendet hat. Dann haben wir also hier dann ein Lehrbuch. Das hatten wir zu Testzwecken einfach mal mit eingearbeitet, um zu sehen, inwiefern also auch das zur Verfügung stellen von Lehrbüchern, also größeren Skriptmaterialien, dann hier entsprechend die Qualität der Antwort erhöht. Und ja, dann kann man sich da hier dann entsprechend dann durch die verschiedenen Dokumente, die verwendet worden sind, durchklicken. Und jetzt schauen wir uns, wenn ich noch die Sekunde habe, nochmal die Antwort an. Also hier ist jetzt in der Praxis ist die Sicherungsgrundschuld bedeutsam, da sie flexibler ist. Sie ermöglicht es, die zu sichernde Forderung ohne Rangverlust auszutauschen. Und das ist in der Tat dann der zutreffende Gesichtspunkt, der dann hier dann auch aus dem entsprechenden Lehrbuch dann übernommen worden ist. Mit dem Ergebnis, dass hier ausnahmsweise mal der Vorführeffekt nicht zugeschlagen hat, sondern alles wunderbar geklappt hat. Und ja, das soll es von unserer Seite gewesen sein. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir sowieso mit der Zeit rum. Vielen Dank.